Ja, wir sind wieder die Fingerboard Boys. Und ja, jetzt zeigen wir euch mal all diese Fingerboards. Stopp! Zuerst unsere Pinguin-Unterlage. Mhm. Und jetzt haben wir das Longboard. Das Longboard. Ist für die Stadt. Ist für die Stadt, nicht gedacht für Skaterparks. Skaterparks, Halfpipes, zu lange. Man kann jetzt in der kleinen Version nur vorne heben und hinten heben. Egal wie man es hat, ist gerade nicht ein geeignetes Board. Ja, ja. Das noch das Bild. Das sieht aus wie von Brawl Stars von El Primo. Oder so ein Sumo-Ringe. Und jetzt gehen wir zum nächsten. Ja. Ah ja, und Übrigens, mit den Hosen kann man die fahren. So würde das dann aussehen. Man kann auch zu denen, kann man auch hier diese Rollschuhe nehmen und kann dann so diese Hosen rüber tun. Ja, und jetzt geht's zum nächsten Board. Genau, und das ist natürlich das Real Board. Real Skateboards. Genau. Und ja, das ist ein cooles Board, ist ein bisschen breiter, hat gute Dinge. Mit dem kann man regelmäßig bessere Tricks machen als mit dem hier. Geht auch besser, weil es so gebeugt ist. Und ja. So, das das ist eigentlich ein gutes. Es hat hier auch wie jedes Skateboard in echt, hat es auch so Beugung. Und das ist die Unterseite. Und ja. Genau. Gehen wir zum nächsten. Das ist nämlich das Armrest Skateboard. Genau. Das ist für die Hardpipes gedacht. Genau, dann nehmen wir sie gerade mal. Also, es ist eigentlich eine Mini-Ramp. Genau, so kann man hier noch sliden. Einfach diese Geländer hier. Die nerven ein bisschen. Die ich gerade weggeschubst habe. Ja, und man kann auch rüberkumpen. Ja, stimmt. Da hast du recht. Oder sogar mit einem sogenannten, ich weiß nicht, wie man das nennt, aber... Ja. Das war aber noch nice. Ja, und ja. So sieht es unten aus. Und was das Geilste ist, es ist so wie eine wackelige Birne. Man kann also so Kurven schneiden. Ja. Wie ein Auto. So wie ein Longboard oder Lalongboard. Nein, so eins. Man kann Kurven schneiden wie ein Auto. Genau. Egal. Jetzt kommen wir zum Königsboard. Genau. Das Königsboard ist das geilste Board, das wir haben. Das ist übrigens von mir. Und das auch. Und so und sieht das geile auch. Ding auch aus. Genau, das hat so also ein König drauf, also so ein Kämpfer. Und unten dran sind noch so die Beine. Und hier oben dran haben ist ein Drachen. Genau, und... Und jetzt zeige ich mal, dass genau das gleiche ist, auch so biegsam. Auch richtig geil, geil. Das habe ich gemacht. Genau. Und ja, dann gehen wir mal zum nächsten. Und zwar ist es das Broboard. Das ist so, er sieht so aus wie ein Hacker. Nur wenn er das in Fortnite macht, wird er ja gebannt. Und das ist auch so biegsam. Das war mein erstes Pro-Skateboard. Darum habe ich auch hier noch Pro geschrieben. Und das war einfach mein erstes Skateboard und das längste, wo ich halt hatte. Und ja, mit dem kann man gute Tricks machen. Genau, das ist so heilig für mich. Da kann man viel dazu sagen. Ja. Und gehen wir zum nächsten. Das ist jetzt mein Board, wie auch richtig geil aussieht. Das ist von Grip Tricks. Das ist hier von TechTech. Das ist auch von TechTech. Das ist auch von TechTech. Das ist auch von Grip Tricks. Und hier, das ist, diese Marke sehen wir halt nicht hier. So. Genau. Und jetzt zeigen, dass da unten ist so ein Handy, hier habe ich einen Sticker hingedacht. Ist nicht biegsam, aber das ist auch egal. Aber das Geile ist, es ist ein bisschen kleiner und dünner als das, weil das ist gut, weil man kann diese spicken lassen. Das ist, sind die Anfängertricks, so und so. Hopp. Das ja, das habe ich auch, das so. War zum Beispiel auch so ein erster geile Trick Dinge. Von mir. Oder das. Ja. Und ja, jetzt gehen wir zum nächsten. Genau, und zwar zu dem billigen... Das ist das dünnste. Das ist das Schmalspurboard. Das absolute Schmalspurboard. Ja, nämlich man kann hier so pumpen und Tricks machen. Springen. Dann halt springen und ja, da kann man nicht dazu reden. Gut, das dann ist ein Pennyboard. Ein Pennyboard das für ist die so Stadt ein gedacht. Anfängerboard oder nicht das ein Anfängerboard, das doch, ist für doch. Die Stadt gedacht. Egal, auch ein Anfängerboard. Hey Leute, das ist ein Anfängerboard. Also. Hört nicht auf ihn. Egal.
Man kann auch Tricks machen, gerade nicht so ideal. Nur wenn es hier geneigt ist. Es hat halt kein Grip Tape drauf, auch in echt nicht. Ich habe das auch einfach so, oben dran ist das schwarz und es hat so rote Reifen. Und mit dem Grinder halt so manchmal. Ja. Das ist das Kiki, mit dem, wie man es halten kann. Genau, so kann man es so heben. Und oder man kann es so heben. Warte, ich bin der Pro in dem. Man kann es auch. Kannst du kurz die Kamera halten? Gut. Man kann es auch so halten. Und dann kann man auch so. Kann man ein Tailwhip machen. So. Dann kann man auch, wenn man ganz gut ist, kann man noch über alle Boards springen. Und ja. Das war's auch schon mit dem Squat. Mhm. Und weiter dann geht's mit dem. Nein, zuerst mit den Rollschuhen. Nein, das Velo kommt zuerst. Das BMX. Das BMX. Also, man kann es so halten. Oder wie der Scooter, wo ich vorher gehalten habe, mit dem Tailwhip so, und so. So und hinten so. Genau. Kann man auch, so hebt es auch, das ist auch gut. Und dann, tja, so und kann man noch so Kurven schneiden. Hier hat es, habe ich gedacht, hier könnte man auch drauf sein. Ja, das war so. Das wäre eine Vermutung, gedacht. Aber ja. Und ich bin hinten. Hinten kann man auch noch diese Pedalen so. Ah ja, dann dreht das Rad sich. Und was man auch noch achten muss, wenn man hier diesen Gummi hat. Man muss schauen, dass der nah an diesem Ding gespannt ist, sonst geht es nicht. Genau. Und dann. Und so, jetzt geht's. Man kann rückwärts, vorwärts, es ist geil. Und jetzt geht's zu den Rollschuhen. Genau. Die Rollschuhen muss man zu. Schnell anziehen. Ja, du musst sie jetzt nicht gerade anziehen. Du kannst da einfach so reinschlüpfen, oder? Diese Rollen. So sieht das dann Ganze aus. Und ja, man kann damit Kurven schneiden, man kann auch die Hose anziehen. Für ja. Man kann damit grinden, man kann damit sliden. Es ist eine coole Art. Es gibt das sogar geil. Man kann jetzt zum Beispiel so auf ein Skateboard durchlassen. Und ja. Okay, aber etwas, wir sind ja mit dem fertig und es wäre schade, weil, wenn wir es jetzt schon beenden, das Video, weil wir haben ja nicht so lange gemacht und drum mache ich noch etwas und zwar dieses Ding hier. Das ist ziemlich cool, weil man das machen kann. Genau, hier kann man alle Fingerboards hinschieben, auch mein Königsegg, auch, aber... Leute, das Blöde ist, wenn man die jetzt rausholen will, dann hat es immer so rote Streifen und so, nicht, wie wenn man gekratzt hat. Ich nehme mal eins raus. Hier sieht man gerade hier. Genau, hier. Da, die soll ich mal nie empfehlen. Weil so. Hier. hier gerade nicht. Ja, weil es ist auch... Oh, hier. Und das könnte ich... Au! Da, hier alles weiß. Ja, das ist hier da nicht gut. Gerade, aber hier. Oh Mann, das sieht so, das ist das schlechteste Teil in dem Müll mit dem. Ja. Gar nicht gut. Einfach irgendwo hinstellen ist die beste Option zum Fingerboarden. Das muss ich leider sagen. Hey, und Leute, was ihr natürlich nicht vergessen dürft, ist, ihr seid noch auf diesem Kanal, dann vergisst nicht zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Liken ist uns egal. Einfach abonnieren, dann verpasst ihr kein Video von uns. Genau. Tschüss. Ciao.